Jüdisches Leben ist nach der Shoah längst wieder sichtbar in Düsseldorf. Nicht nur in Bildungseinrichtungen und im Sportverein, sondern auch auf vielen öffentlichen Veranstaltungen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir betrachten uns auch als Teil dieser Gesellschaft. Ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass Juden schon seit 1700 Jahren in Deutschland, in dieser Region beheimatet sind und immer daran teilgenommen haben und das öffentliche Leben mitgestaltet haben und auch viele Errungenschaften für diese Gesellschaft geleistet haben. Und das verstehen wir als unsere Aufgabe auch heute. Die Befürchtungen, dass Antisemitismus wieder gesellschaftsfähig werden könnte, ist nicht nur in der drittgrößten jüdischen Gemeinde in Deutschland seit den Anschlägen am 7. Oktober 2023 gewachsen. Wir machen uns hier in der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, aber auch allgemein in Deutschland und auch weltweit sehr große Sorgen. Und da ist wirklich die Stadtgesellschaft gefordert, sehr, sehr bewusst sich dessen anzunehmen und dagegen wirklich vorzugehen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass in letzter Zeit wirklich viele Menschen bereit sind, für Demokratie auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Sie müssen nur eben darauf achten, dass sie nicht nur einfach gegen bestimmte Parteien sind, sondern dass sie gegen Hass und Antisemitismus auch sind. Denn das sind ganz, ganz wichtige Bestandteile der gefährlichen Entwicklung. Für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen hat Oded Horowitz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, eine klare Vision. Eine offene Gesellschaft, die keine Ressentiments hat gegen keine Gruppierung, und damit meine ich alle Gruppierungen, die da sind, alle Religionen, die da sind, die miteinander intensiv Dinge diskutiert, die das freiheitliche, demokratische Geschehen bestimmen und die sich konzentriert auf das Wohlergehen eines jeden und auf das gemeinsame Entwickeln der Zukunft. Das wäre mein Wunsch. Der Sonderpreis der Jury zeichnet Oded Horowitz stellvertretend für die jüdische Gemeinde Düsseldorf und deren unermüdlichen Einsatz für jüdisches Leben in Düsseldorf aus. Seit 2010 steht Oded Horowitz der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf vor. Und in den fast 14 Jahren ist er mir persönlich zum Freund und für die Stadt Düsseldorf ein unverzichtbarer Ansprechpartner geworden. Oded Horowitz setzt sich mit hohem Engagement, mit Leidenschaft und gleichzeitig mit besonnener Diplomatie für jüdisches Leben in Düsseldorf und die Entwicklung seiner Gemeinde ein. Lieber Oded, Mazel Tov!